Morgen. Mir geht's heute sehr gut. Heute ist Tag, insgesamt Tag 5 und Fastentag, also Nichts-Essen-Tag, ist Tag 3. Heute Morgen ging es mir echt super. Ich habe mir vorsorglich schon ein Glas Wasser neben das Bett gestellt und habe das gleich ausgeäxt, bevor ich oder als ich so am Aufstehen war. Und jetzt genieße ich hier meinen, ich habe hier Grüntee heute mit Honig. Ein bisschen in Schwung kommen. Ich habe mich heute mal gewogen übrigens und habe über 2 Kilo schon weniger auf der Waage, aber das ist ja, wie gesagt, eben der Damenhalt zum Großteil wahrscheinlich. Also ja, keine Ahnung, aber ich finde es interessant zu wissen. Aber ich, wie gesagt, im ersten Video lege es ja nicht darauf an, dass ich hier Größe 0 erreiche. Heute wird wieder ein sehr gemütlicher Tag. Das Wetter ist sehr, sehr schön. Also ich werde heute auf jeden Fall rausgehen. Und ich habe gestern noch erstaunlich viel gearbeitet. Also ich habe noch den Vlog komplett fertig geschnitten. Den verlinke ich mal hier, falls du den noch nicht gesehen hast. Vorgängervideo. Und ich habe noch ein richtig cooles Reel für Instagram zusammengeschnitten. Gestern übrigens habe ich noch eine Stunde so ein Yoga-YouTube-Tutorial angeschaut und mitgemacht natürlich auch. Und ich habe ja keine Ahnung, da steht schon immer dabei, was es ist. Also ich weiß nicht mehr den Namen. Auf jeden Fall dachte ich mir, ach ja, das wird wahrscheinlich sowas Entspannteres. Nö, das war nicht so entspannt. Also ich merke meine beanspruchten Bauchmuskeln definitiv. Ich hatte zwischendurch Angst, ob das wirklich der richtige Tag für sowas ist. Aber es hat dann echt gut geklappt und ja, war dann doch irgendwie genau das Richtige. Auch wenn schon ein bisschen heftiger war und eine Stunde lang ist dann schon auch, ja, anspruchsvoll. Guten Morgen. Mir geht's ganz gut. Das mal als erstes. Ich glaube, ich habe gestern einen Ticken zu wenig getrunken. Das werde ich heute definitiv ändern. Weil gestern habe ich meine Homepage umgebastelt. Die in Annas Küche Homepage. Schaut da gerne mal vorbei. Ich blende euch jetzt noch kurz das Vorher ein. So hat sie mal ausgesehen. Und wie sie jetzt aussieht, kannst du dir selbst anschauen. Da, auf inannasküche.de. Link ist auch in der Infobox. Weil ich gestern so im Tunnelblick war, habe ich zu wenig, glaube ich, ein bisschen zu wenig getrunken. Und es sieht aus. Und jetzt werde ich erstmal ein bisschen aufräumen. Und dann werde ich so ein bisschen meine Morgenroutine, die ich so ein bisschen etabliert habe, die letzten Tage machen. Das heißt, so Meditation und Stretching in die Richtung. Und dann habe ich jetzt so ein Fastentagebuch angefangen. Und dann gibt es noch einen Tee mit Honig. Und ich glaube, ich werde lieber den Tee und Honig getrennt genießen. Das heißt, Tee und den Honig so ein kleines Löffelchen dazu essen. Ich habe so einen festen Honig, der spürt man dann noch so die Kristalle und so. Das finde ich besser. Ja, dann mal sehen, was passiert. Gestern war dann ja doch noch nicht mehr so spannend. Ich war noch spazieren gestern und ja, dann eben, ich glaube, ich war bis 2, 3 wach und habe an der Homepage gebastelt. Und eigentlich wollte ich ja nicht so viel arbeiten, aber das hat mir gestern so Spaß gemacht. Und wenn man da auch mal drin ist, in diesem ganzen Homepage, dann ja, ist es auch sinnvoll, wenn man Freude in dem Moment hat, dabei zu bleiben. Jetzt geht's los ans Aufräumen. Yay! Übrigens, dieses Spülmittel ist langfristig definitiv mein Favorit. Also wenn ihr das nachmacht, das Video von hier oben, macht das da. Das andere ist nämlich, also das wird irgendwann schlecht mit der Zitrone da drin. Das ist mir tatsächlich, also ich habe es noch verbraucht, aber es hat nicht mehr so gut gerochen. Und ich finde, es ist auch nicht ganz so effektiv wie das Pulver. Thank you.
Frühstücke hier gerade ganz genüsslich. Ich habe schon meine Löffel Honig genossen. Und ich habe nebenbei nochmal mein Büchlein nachgelesen. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Hier steht zum Thema Appetit und Hunger, dass es nur in den ersten 2 Fastentagen auftritt. Es stimmt bei mir nicht. Ich habe schon so zwischen 3 und 5 Mal am Tag so dieses Hungergefühl im Bauch, in der Magen knurrt dann auch. Aber nur ganz kurz immer. Mein Magen knurrt wahnsinnig viel, also grummelt viel. Ich habe überhaupt allgemein einen sehr lauten Bauch. Und dann, das ist die eigentliche Stelle, was ich euch erzählen wollte. Ob sie froh sind, sich während des Fastens einmal nicht ums Essen kümmern zu müssen oder, und das ist mein Fall, ob sie häufig an Gaumenfreuden denken und Gelüste verspüren. Das geht eigentlich bisher. Ich habe nur Bock auf irgendwas Knuspriges. Und da bin ich sehr flexibel, was das wäre. Hängt von ihrem bisherigen Lebensstil und ihrem Verhältnis zur Nahrungsaufnahme ab. Ach, mein Verhältnis zur Nahrungsaufnahme. Ja, falls ihr mir auf Instagram folgt, ab und zu in Posts nenne ich euch ja da meine lieben Freunde der gepflegten Nahrungsaufnahme, glaube ich. Falls ihr euch da angesprochen fühlt, schaut doch mal auf Instagram vorbei. Soll ich euch ja auch die Freunde der gepflegten Nahrungsaufnahme nennen? Liked mal, wenn ihr so genannt werden wollt. Ihr seht, meine Laune ist definitiv besser. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen so Yoga, Stretching, Meditationsding gemacht. Und es ist echt so gut. Werde ich, glaube ich, beibehalten. Vielleicht nicht unbedingt täglich, so wie jetzt. Meistens mache ich sogar 2-mal täglich, morgens und abends. Aber einmal am Tag, glaube ich, werde ich schauen, dass ich das ein bisschen beibehalte. Hallöchen, mal aus anderer Perspektive. Ich bin gespannt, wie die Aufnahme wird. Ob einigermaßen gut oder nicht. Ich bin natürlich nicht professionell ausgestattet. Ich bin jetzt unterwegs und hole meinen Partner. Das hört sich irgendwie so falsch an. Wir sind zwar seit 10 Jahren zusammen. Wir sind Mitte, Ende, eher leider vielleicht Ende 20. Und trotzdem hört sich Partner irgendwie falsch an. Aber Freund hört sich auch irgendwie so nach. Ja, wir gehen seit 2 Wochen miteinander und halten Händchen an. Ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll. Egal, auf jeden Fall habe ich mich gerade fertig gemacht und boah, ich hatte echt eine extra Portion Deo benutzt, weil ich, also mir fällt mein Geruch so stark auf. Das ist echt krass. Ich glaube nicht, dass ich mehr schwitze als sonst. Ich glaube nur, es ist anders und fällt mir dadurch mehr auf. Weil wenn man sich ständig selbst riecht, dann merkt man das ja irgendwann nicht mehr. Ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und ich bin jetzt echt gespannt, der ist jetzt ein paar Tage da und der ist natürlich ganz normal. Ja, da bin ich neugierig, wie es wird, wenn er kocht und ich das dann rieche. Ob das gut oder schlecht ist. Mal sehen. Und auf dem Weg übrigens hole ich mir noch Honig. Da ist ja, ich habe euch schon mal in einem regionalen Einkaufen-Video gesagt, dass hier so ein Stand mit Eiern, Nudeln und sowas ist. Da fahre ich ab und zu hin, so Direktvermarktung. Und die haben auch Honig. Und ja, wenn man jeden Tag 1 bis 2 Teelöffel Honig nascht, dann neigen sich die Vorräte doch langsam dem Ende. Vielleicht zeige ich euch dann noch kurz, wie es da drin aussieht. Was er sich macht. Und was es bei mir gibt. Und meine Honigausbeute. Und ganz cool, die haben jetzt so einen Automaten dafür. So, da bin ich mal wieder. Die ganzen Töpfe hier. Also hier ist Ingwertee drin. Der Rest ist nicht meins. Ich mache mir jetzt meinen Saft, den gibt es ja immer abends und erzähle euch nebenbei von meinem Tag. Es war heute wirklich wieder ein guter Tag, mir ging es echt gut. Ich habe dazwischen komischerweise immer noch ab und zu Hunger, das ist ein bisschen seltsam. Eigentlich sollte man es nicht mehr unbedingt haben. Es wurde hier heute gekocht. Das war zum einen schön,
weil das hat so gut nach Zwiebel und nach Knoblauch gerochen und Braten und ach. Ich bin dann einfach nur da gesessen und habe zugeschaut. Ich blende euch mal eine kurze Sequenz ein. Da ist mir erst aufgefallen, wie sehr mir das einfach fehlt, das Kochen, so dieses Ritual auch, sich was zu essen zu machen, diese Düfte und der Umgang mit den Lebensmitteln, das fehlt mir doch schon. Ansonsten habe ich heute noch ein bisschen was gearbeitet. Meine Homepage habe ich ja gestern lange, lange Zeit dran gebastelt. Das habe ich heute noch ein bisschen verfeinert. Ich bin sehr zufrieden jetzt, wie sie aussieht. Ich würde den Tag jetzt auch ganz ruhig ausklingen lassen. Ich werde aber noch das Video jetzt, also den Vlog, schneiden. Ich freue mich schon so auf die Aufbautage, auf das Essen dann. Ich freue mich schon, die Einkaufsliste dafür zu schreiben. Schon so Essensvorfreude jetzt. Habe mir auch schon ein bisschen überlegt, was ich die Tage danach dann, wenn ich wieder ganz normal esse, was ich dann essen will. Übrigens, ich quetsche mir hier eine Orange aus. Dann kommt dazu noch ein bisschen Karottensaft und rote Beete-Saft. Und ich wollte nicht nur Obstsaft wegen dem Fruchtzucker, sondern mir war auch wichtig, dass ich ein bisschen Gemüsesaft zu mir nehme. Ja, das waren meine letzten beiden Tage. Heute war ja jetzt, oder ist ja Tag 4 von 7 mit wirklich komplett gar nichts essen. Nur noch 3 Tage, die vor mir liegen. Ich freue mich schon, wenn es auch wieder vorbei ist, denn die Vorfreude steigt jetzt schon ganz schön aufs Essen. Aber wenn es so bleibt, ist auch wirklich ganz gut und okay für mich. Falls du die anderen Videos noch nicht gesehen hast, die sind wahrscheinlich jetzt hier oder hier. Und meinen Kanal kannst du natürlich auch abonnieren. Es kommt jetzt, wenn du das jetzt siehst, dann kommt das nächste Video am Mittwoch, ganz gewohnt um 18 Uhr. Ich freue mich schon, bin gespannt, was ich dann erzähle und wie jetzt die nächsten Tage werden. Hab einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Ciao!